Wir sind viel zu spät, wir gehen jetzt los. Zuckerwatte in der Schule? Was ist denn das für ein Quatsch? Das ist doch kein Rummel. Es ist doch kein Rummel. Okay, nein. Ah, meine Tochter flippt aus. Zuckerwatte am Morgen. Geht ja nicht. Ich war gerade im Auktionshaus. Hab geboten auf ein altes Victoria-Fahrrad. Dann werden wir mal sehen. Werden wir mal schauen. Stand gleich einer hinter mir und meinte so, ja, das schreibst du dir aber nicht oft. Ich sage, doch, habe ich schon. Und er, ja, ich kaufe trotzdem. Das letzte war im Top-Zustand, das habe ich für 120 bekommen. Ja, jetzt habe ich erstmal 120 geboten, das hätte ich eh. Ich hätte eh so 100 hätte ich geboten, jetzt habe ich 120 geboten. Wenn er da drüber geht, weil das nicht ganz Top-Zustand ist, aber ein Damenrad Victoria. Also wirklich schön. So schön, so mit Patina, so richtig schön, tippitoppi eigentlich. Also mir gefällt sowas. Wenn so ein bisschen, also nicht ganz so wie aus dem Laden aussieht. Natürlich sind die auch geil, wenn du sie nagelneu hast. Werden wir mal sehen. Ja, so sieht's aus. Das ist das. Da war ich jetzt schon. Jetzt fahre ich in den Laden. Jetzt ist 8:30. Jetzt fahre ich in den Laden. Ich habe ja immer nur ganz wenig Zeit. Muss früh schnell rein ins Auktionshaus gucken, ihr Boot abgeben und los. Also bis gleich. Einmal neu, alles. Jojo, das ist ja furchtbar da draußen, da schleift jemand. Jetzt gerade ist Pause, ja, wenn das den ganzen Tag so geht, na. Mann, ey. Parkettböden abschleifen, aber das muss ja auch sein. Die Arbeit muss ja auch gemacht werden. Bloß dann ist ja draußen ungenießbar heute. Heute wollte ich mich mal draußen hinstellen, ein bisschen arbeiten, aber mit dem Lärm halt nicht. Das mache ich dann ohne. Naja, Lastenrad habe ich jetzt gerade da draußen, habt ihr ja gesehen. Jetzt habe ich die alten Züge demontiert. Und die sind echt rostig. Ja, dann mache ich jetzt fummel ich hier halt den. Ich bereite alles schon vor, dass ich es draußen einfach nur noch einsetzen brauche. Und dann schauen wir aber erstmal in den Steuersatz, beziehungsweise vorne in den Lenkerbereich rein. Da knackt es nämlich verdächtig. Wenn da irgendwas kaputt ist, wird es halt teuer. Das muss man sich natürlich vorher mal angucken, ne? Bevor man jetzt alles wieder zusammenbaut. Denn. Jo, haben wir! Hier gibt's ja aber nicht. Jetzt geht das wieder los. Na gut, die bauen wir auseinander. Ja, das ist okay. Und das Lager hier oben ist nicht okay. Also, neuen Lagerring drin.
mit Stahlwolle kurz durchpolieren. Fett. Und dann hoffen wir, dass es nicht mehr knackt. Da sind ja keine Kugeln mehr da. Also das ist aber auch eine unheimliche Belastung für so ein Lager. Das kann schon mal passieren. So, Stahlwolle. Ja, da, die Kugeln sind weg. Und das war dieses Knacken wahrscheinlich, vermutlich. Also auf alle Fälle war, ist es ein Defekt, ne, der behoben werden muss. Das ist nicht ganz. Da ist das neue Lager mit Fett schon drin. Ist schon Wahnsinn, wa? Ja, das Mikro ist nicht so dralle, ich gehe jetzt gleich nach oben, wenn ich es jetzt schaffe und werde das Mikro tauschen. Tja, Vorderrad platt. Und sie war letzte Woche erst hier. Sie war letzte Woche erst hier damit und dachte, das wäre auf Garantie. Ja, dazu muss man sagen, Garantie beim Schlauchwechsel. Gibt es nicht und nun ist sie ja ein paar Tage schon damit gefahren. Was soll ich noch machen? Also das kann ich ja nicht machen. Ich sag, und willst du jetzt einen guten Mantel haben oder willst du jetzt täglich wiederkommen? Ach, kriege ich keinen Rabatt? Ich kann leider keinen Rabatt geben. Ich meine, der Hersteller, der übernimmt keine Garantie für die Sachen. Also warum? Ach, was soll ich machen? Mach das ja alleine hier. Stell dir mal vor, du würdest es umsonst machen. Ja, okay, du warst da, kannst es normal machen. Das kann ich mir nicht erlauben. Das ist das Problem, würde ich gerne machen. Muss ein bisschen schon so groß sein. Und die Großen, die machen es erst recht nicht. Die, die groß sind, die sich leisten könnten, die machen es nicht. Und wenn ich so groß wäre, würde ich das machen. Würde ich sagen, naja, okay, klar, gut, dann sagen wir mal eine Woche. Wenn du innerhalb einer Woche wiederkommst mit dem gleichen Rad. Das gleiche Rad ist wieder platt. Dann machen wir das noch einmal. Aber nach einer Woche ist dann Schicht. Ich kann ja nicht. Das ist ja das ist Berlin. In Berlin gibt es platte Reifen ohne Ende. Berlin besteht nur aus Plattenreifen. Jetzt endlich zum zweiten Mal. Mir ist auch ein Schlauch kaputt gegangen. Ja. Da geht es zum zweiten Mal eingebaut. Die Felge ist sehr locker. Jetzt endlich ist er drauf und jetzt bleibt er auch drauf. Ja, und halt die Kamera jetzt extra eingeschaltet. Um zu beichten, dass auch mir mal ein Schlauch kaputt gehen kann. Auch wenn er neu ist. Weil ich einfach nicht drauf geachtet habe, aufgepumpt und der ist nicht geplatzt oder so, aber der ist dann auf immer so ganz sachte die Luft weg. Aber so nebenbei, dann hat gesprochen vorne, der hat auf mich gewartet, wollte ein Rad mieten. Und hallo, hallo. Na, und dann pumpst du und achtest nicht mehr drauf. Ja, bin gleich da, rennst los, geht nach vorne ran, zack, Luft raus. Naja. Aber jetzt sieht der Dude aus, jetzt pumpt man bewusster. Oh. Fertig. Jetzt versuche ich mal mein Frühstück aufzuessen. So, jetzt aber. Ihr seid auch immer rin und raus. Ja, aber wir uns alle. Ja, bei mir jetzt nicht. Jetzt mal keine.
Das sind die Nierensteine. Der Wolken hat mir was Falsches gesagt. Das sind Gallensteine, beziehungsweise Gallenentzündungen. Wiener Würstchen wollten die Penner 4 Euro haben. Ja. War ein bisschen größer vielleicht wie meiner in der Hose. Oh Gott, so ein kleiner Rattenschwanz vielleicht. Oh Gott. Wenn, dann lasse ich mir noch gefallen, Thomas, wenn eine richtige Bockwurst ist oder eine Wiener. Das lasse ich mir noch gefallen. Mal eine Partywürstchen oder Wiener, was? Für eine lange Wiener lasse ich mir noch das gefallen, wenn es ein langer ist. Wie so ein langer Hundeschwanz, wenn es so ein langer Wurst ist. Dann ja, aber nicht für so ein kleines Müllchen. Für so einen kleinen Rattenschwanz da. Ich esse doch gerade. Naja, ich muss doch nicht mal einen Rattenschwanz und einen Hundeschwanz. Das ist teuer, die Scheiße. Das kann doch nicht wahr sein. Wenn du das überlegst. Na. Ja. Mensch, Brubbel, ey. 3 Euro. 3,50. Wir haben die Muckelschwanz. Ich bin kaputt hier, ey. Ja, klar. Ja. So mit dir. Hä? Ja, mehr, ich will mehr. Was willst du? Hätte ich gerne mal neu. Ja. 2 Stück. Also 2 einzelne von einem Mal Vorderbremse. Ist das zufällig so was, was noch ein bisschen ansehnlicher aussieht? Von mir ist auch gebraucht, aber das mag ich nicht wieder aufballern. Und? Schutzblech, Schraube da, Schraube hier oben, also auf der Oberseite, und hier wird das nur so eingehakt. Hast du vielleicht? Ja. Ja, natürlich, ich muss dich ja da mal beobachten, er hat so viel Zeug, aber er macht so schön und alles. Deswegen. So, warte mal, jetzt machen wir erstmal erstmal den Bremsbelag. Das ist eine Rarität tatsächlich, weil die sind ja so spröde, die platzen ja immer auseinander. Exakt, ja. Also ich habe einen Bruch hier oben, das unten ist weggefetzt, ich habe es probiert zu kleben und machen und tun. Das kommt ganz zu fest schrauben. Ja, und dann ist es aber so auseinander her und nicht so. Das Problem ist, die kannst du hier nicht von innen kleben, weil dann wird es zu eng mit der Kette. Die müsstest du aufdoppeln, eine Schiene, ein Alu-Profil drumlegen. Du weißt ja, es ist wie mit einem, man kann alles machen, aber die Zeit muss man dafür haben oder so. Hallo? Ja, das ist. Ja. Super, danke. Ja, bitte. Ja, weiterhin viel Spaß. Ja, danke. Egal. Ciao, ciao. Ciao. Ja, bitte, Lisa. Oh, good memory. Jo. Ein Konsument glücklich gemacht. 2 sogar. Mit der Platte Hinterrad. Was machen wir damit? Dann machen wir unplatt. Wie machen wir das? Das wissen wir nicht. So, Cube, Attention, Hinterrad platt. Einmal ausbauen. Hat Scheibenbremse. Da habt ihr eigentlich nicht viel zu beachten bei dem ganzen Ding. Man löst den Schnellspanner und baut das Ding aus. Ja, könnt ihr halt zugucken. Also hier, Schnellspanner auf, ja. Man sollte natürlich nicht den Bremshebel drücken, wenn es ausgebaut ist. Und dann raus damit. Dann den Schlauch, den Mantel ab. Das ist ganz simpel. Oh, ist das schmierig, ist es? Ganz simpel, wa? Damit der Schmiere aufpassen, nicht an die Bremsscheiben. Ab, gucken uns die Felge an einmal ringsrum und schauen uns den Mantel an, innen und außen. Dann nehmen wir ein bisschen Löschkalk.
und pudern die Leiche ab. Ja, jetzt baue ich wieder ein. Ich baue wieder rein. Oh la la, Cherie. Und dass der Kranz, da lege ich die Kette auf, sozusagen. Und dann schiebe ich es einfach in die alte Position. Wie gesagt, da braucht man nicht viel zeigen. Solange man den Bremshebel nicht betätigt, ist alles cool so. Bremst du? Das Rad eiert. Ey, wo ist eine günstige Ausstattung? Ne? Der Freilaufkörper eiert und er bremst ab. Hallo. Naja, ist schon okay. Ja, Schlauchwechsel fertig. Das ist es. Also wie gesagt, nicht mit fettigen Fingern auf die Bremsscheibe fassen oder so. Und hier den Bremshebel, wenn es ausgebaut ist, niemals den Bremshebel betätigen. Weil dann rutschen die Kolben raus vielleicht. Ja, und das ist es halt, das Wort. Keep attention. Competition Line. Naja, ist jetzt wirklich... Das ist ein günstiger Einsteiger-Cube, würde ich mal sagen. Ich will mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Mit diesen neueren Rädern kenne ich mich kaum aus. Es hat ein XT-Schaltwerk dran, aber ich fürchte, der Rest ist nicht so dralle. Wird Cube von Stadler vertrieben eigentlich? So ein Stadler-Style. Mit dem XT-Schaltwerk, das macht der Stadler immer gerne. Die bauen dann an ganz günstige Räder XT-Schaltwerke dran und können dann halt hinschreiben XT-Ausstattung. Dass es keine Vollausstattung ist, ist klar, aber so eigentlich Stadler-Style. Ja, ich bin fertig. Kabelzug ist neu, habe ich drin. Jetzt funktioniert die Bremse auch wieder richtig. Ist ja bald ja kein Licht mehr an hier. Ich wurde gerade angesprochen, weil ich draußen gesessen habe und ein Glas Milch getrunken habe. Sowas sieht man ja gar nicht mehr. Mensch, ist das Milch? Ich sag ja, von der Kuh sogar. So selten ist es hier geworden. Meinte ich noch, naja, in dem Viertel muss man sich, ja beinahe schon schämen, wenn man auf der Straße sitzt mit Milch, ja, aber ja, für mich ist das ganz normal. Ich trinke ab und zu mal ein Glas Milch, ja, man mag es kaum glauben. Die gute alte Euterwichse, ja, so ist es, so muss es sein. Schmeckt halt, ne, und ist nahrhaft und man sieht ja, ne? Funktioniert. Ah. Na? Ah. Na? Papa, hallo Papa. Eis. Eis. Die Kamera schon vermisst hier. Mann, die war hier oben die ganze Zeit. Schön, ich dachte, ich habe dich verloren. Du wunderschöne Kamera. Da. Jicht. Na, geht's, wie steht's? Geht und steht. Jetzt. Ich hab die Kamera verzweifelt gesucht, aber die war oben. Ich hab die. Oh. Ja, Mensch, da bist du. So, naja, jetzt ist schon wieder. Ist ja auch nichts passiert, großartig. War so lange Pause. Jetzt zeig ich den Auftrag angenommen. Der stimmt mich gar nicht so glücklich.
Das ist nämlich eigentlich ein Hollandrad. Mike jetzt zum Normalradpreis. Weil ich so angesagt habe. Lutz! Alter! Wieso? Was denn los? Einfach mal so. Bier! Bier wie immer, machen wir so. Vorbeigelaufen, dachte ich. Sagst du mal Hallo! Naja, ich muss ja nicht sagen, ich will noch an der Arbeit. Na, bis 21. Das ist ja eh nicht so mein Ding. Ja, hast du gestern gearbeitet oder warst du nicht auf dem Markt? Oh, war gut. War richtig gut. Du musst ja auch nur immer pro Woche arbeiten. Alles alleine immer. Na, Arnim war da, habe ich gehört. Arnim war da. Aber er hat mich nicht beim Ein- und Ausräumen geholt. Das ist ja ein Kameradenschwein. Gibt's ja nicht. Mein Sozius tut mir irgendwie. Der kam Rotz aus der Nase. Ich nur. War richtig. War der beste Tag, den ich je hatte. Echt? Auf dem Markt? Wow. Ich bin ja auch mal ein Typ, der alte Umsonstmacher. Nein, kannst du ja nicht umsonst machen. Ich hab einen Fahrradladen. Das ist ja mein einziges Geschäft sozusagen. Ja, geht. Ja, also. Wollen wir nicht drüber reden. Und Familie. Ich muss gefüttert werden. Hallo, kurze Frage. Ist das hier ein GT-Rahmen, BMX-Rahmen? Der hier oben? Ja. Ja? Ist es, ja. Schick. Warum rinnen? Brauchst du denn den Hals verbiegen? Nee, ich hab mir jetzt eben gerade gedeckt hier geguckt. Blinkt ja auch schön im Licht, ja. Ja, wa? Ja. Komm runter. Was? Komm runter. Ich sehe schon. Ich lasse euch hier, ich muss mal arbeiten. Das ist viel zu eng da bei euch. Naja, der Laden ist ja auch nebenan, eigentlich. Ja? Wenn du mal Zeit hast, kannst du runtergucken, dann haben wir noch mehr BMX. Das ist nicht der Laden hier, deswegen. Ne? Der Laden ist wirklich nebenan. Nehmen wir hier, ist das Gebäude hier hoch. Was ist denn, wenn die Fahrrad die Wald schafft? Ja, das ist hier in unserem Werkstattbereich und da drüben, hinter dir, geht der Laden jetzt los. Ja, schönen Feierabend, Thomas. Danke. Danke. Ja. Bis morgen. Ciao.